Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Haus. Welcome, ne? Da steht es. Wir befinden uns hier wieder auf einem frisch angemieteten Anwesen und ich bin nach Hause gekommen. Hab gerade noch gelesen, ich will duschen und soll mir ein Handtuch von oben holen. Ja, ja. Wir gehen einfach mal und ich zeige euch mal mein neues Haus. Also wie gesagt, das hier ist der Eingangsbereich. Ne? Herzlich willkommen in dieser Stierlederfußmatte. Da kann man sich so richtig schön die dreckigen Schuhe abputzen. Hier ist meine kleine Büchersammlung. Ich bin nicht allzu sehr belesen, weil intelligent bin ich nicht. Aber dafür habe ich einen tollen Fernseher. Das hier scheint meine... Disarm now. Enter Code. Aha. Ich kenne den nicht. Das scheint meine Alarmanlage zu sein. Ich hoffe mal, sie ist scharf, wenn da steht Disarm now. Hier direkt im Eingang die Glotze, ne, damit ich es nicht allzu weit habe. Was ist das? Ich kann es nicht lesen. Ist dunkel. Draußen ist auch dunkel. Wir haben einen Innenhof, so wie es aussieht. Da liegen komische Sachen. Sind das Wege? Abgrenzung? Ist das mein Pool? Wir werden es nie erfahren. Okay, Home Sweet Home. Zum Glück ist das nicht das Spiel. Mal sehen, was hier so drin ist. Es ist scheiße dunkel. Ich will da nicht rein. Haben wir irgendwo einen Lichtschalter? Ich sehe gar nichts. Oh ja, ich sehe was. Es sieht aus wie die Garage. Es ist eine Garage, okay. Ich weiß nicht, ob man da Licht anmachen kann. Wir lassen es einfach. Gut, den hatten wir. Hier kommen wir zum nächsten Raum. Das ist der Vasenraum, so nenne ich ihn. Hier halte ich meine besonders teure Ming-Vase. Platziere ich die hier mit 4 Stühlen, ne? Da kann sich da jeder einmal rumsetzen und kann sich das Ding angucken und genießen. Ne? Das ist Kultur. Wie auch diese Bilder hier. Das ist Sonic, wie er überfahren wurde. Ich glaube, es ist ein Teich mit Karpfen drin oder so. Hier sehen wir ein, keine Ahnung, Wald von oben, von unten. Es sieht aus wie ein Handy-Screen hier, so ein Hintergrundbild. So. Und ja, das ist, wie heißt da, Bagheera. Whatever. Kann ich hier? Oh, cool. Kannst du machen. 555.12. Ist das nur eine Nummer? Hör ich was ticken? 5 nach 11. Das ist nicht die echte Uhrzeit. Ach, ich finde das Ticken ja so beruhigend. Das erinnert mich immer an Pineview Drive. Ja. Vorsicht. Was? Gehst du auch ganz auf hier? Auch dunkel. Habe ich nur dunkle Räume hier? Habe ich eine Taschenlampe? Habe ich nicht. Okay, ich würde sagen, wir machen das, was uns das Spiel aufgetragen hat. Ach, guck mal, hier sind noch andere Vasen. Warum sind denn hier so große Vasen und da steht so eine kleine? Sie muss wirklich extrem teuer sein. Wäre wirklich schade, wenn ich jemand umwerfen würde. Ah ja, hier ist auch noch ein Raum, aber hier gibt es auch kein Licht. Ich kann den scheiß Lichtschalter nicht anmachen. Es scheint die Küche zu sein, aber... Wichtig, was du auf jeden Fall immer zu Hause haben musst, ist Cola und Milch. Mehr brauchst du nicht. Milch ist für die Ernährung und Cola ist für den Spaß. So. Ach komm, ich lass mal auf, dann haben wir wenigstens ein bisschen mehr Licht hier drin. Der scheint auch richtig schön hier rein. Ja, das ist gut. So, Geschirr ist wenigstens sauber. Wir sind ein ordentlicher Mensch. Können wir hier vielleicht auch noch den Gasofen anmachen? Und wo kommen wir hier hin? Ah ja, ihr seht es nicht, weil es so dunkel ist, aber es ist die Garage. Dann gehen wir wieder hier raus. Gut. Ich glaube, wir kennen uns so langsam aus im Haus, hier unten. Das ist ganz cool. Das sieht aus wie eine, wie heißt denn das hier? Röntgenaufnahme von einer Blume. Das ist interessant. Gut, gehen wir hoch und holen ein Handtuch. Wichtige Aufgabe. Hier ist Licht. Oh, anmachen können wir das nicht. Gut, gehen wir weiter. Ich weiß nicht, ob es so eine Art von Spiel ist oder ob es noch gut wird. Es ist auf jeden Fall aktuell Platz 1. Der Itch.io-Charts. Ich dachte, die Tür geht zu. Oh, mein Badezimmer! Und es heißt, ich glaube, wie heißt das denn? Living Nightmares oder so? A True Nightmare? Irgendwas mit Nightmare. Das ist hier der wahre Albtraum. Ich krieg die Schüssel nicht auf, du. Okay, wir haben eine Badewanne und eine Großraumdusche, du. Hier kannst du mal Orgien feiern. Hier passen bestimmt 4 Leute rein. Mindestens. Geil. Und dann noch 2 in die Badewanne, einer aufs Klo, du, dann ist die Orgie perfekt. Wow! Eine bunte Mischung an Medikamenten und Mundspülung. Das ist übrigens eine Pille hier, ne? Sie wird rektal eingeführt. So. Achso, ich wollte ein Handtuch holen. Ein Handtuch.
warte mal. Wahrscheinlich muss ich mein Badezimmer suchen oder so. Love. Ah, ja. Ich glaube, das mit dem Ausrufezeichen ist das Richtige. Aber ich gucke erstmal, was es hier noch so gibt. Das scheint mein Schlafzimmer zu sein. Auch hier kann ich kein Licht mehr machen. Aha. Ist verschlossen. Der Schlüssel ist irgendwo unten. Für den Safe oder was? Ist alles immer knatscht. Modernste Möbel und dann sowas. Kommen wir hier raus? Hm? Okay. Gut, nehme das Handtuch. Geh ins Badezimmer und platziere das Handtuch am Handtuchhalter. Klare Aufgaben. Machen wir das mal. Komm, ziehen wir das jetzt durch hier. Wir machen, was das Spiel von uns will. Zack. Geh in die Dusche und schließe die Tür. Ohne sich auszuziehen. Warum auch nicht? Ah ja, wir ziehen uns dann in der Dusche aus. Ist bestimmt auch okay. Oder wir duschen mit Klamotten. Die waren eh dreckig. Nach so einem harten Arbeitstag. Okay, was kommt jetzt? Irgendwas hat geknatscht. Mein Handy, natürlich. Nackt und frisch geduscht. Checke ich natürlich Insta. Ah, drücke F, um das, die Taschenlampe an deinem Smartphone an- und auszumachen. Mache alle Lichter im Haus aus. Und weiter habe ich nicht gelesen. Und was noch? Ich weiß nicht. Wir machen erstmal. Wir machen erstmal alle Lichter im Haus aus. Schwere Aufgabe. Ja, hier glaube ich. Alles klar. Gut. Und dann gehen wir wahrscheinlich ins Bett. Machen wir erstmal hier das Licht aus. Wo haben wir denn noch Lichter? Unten, ne? Im Flur. Kühlschranklicht, natürlich. Lalalala. Kann ich das hier auch ausmachen? Oder das da? Zählt das als Licht, das an ist? Ist abgeschlossen. Was, die Garage? Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe auch immer mit dem Smartphone durch mein Haus und mache die Lichter aus. War die Tür vorher schon auf? Vor diesem... Ach ja, das war der Raum, der so dunkel war. Ich erinnere mich. Kann ich hier was ausmachen? Ah ja. Gut. Und jetzt noch hier. Und im Flur. Haben wir es geschafft? Ist alles dunkel. Hier war auch zu, ne? Wir gehen aber durch die Küche. Einen kleinen Mitternachtsschmaus nehmen. Da war eh zu. Okay, ich glaube, wir haben alles ausgemacht. Dann gehen wir mal hoch. Tick-tack, tick-tack. Ah, hier noch. Ach, den Raum habe ich ja ganz übersehen hier. Kann ja gar nicht dran erinnern. Ach, das ist der Arbeitsraum. Das ist meine Katze. Zumindest ein... Wie ist das? Lichtschnitt. Afrika, my country. So, hier ist aus, das auch aus. Tür zu. Licht aus. Gute Nacht. Ah ja, und ins Bett. Ab ins Bett. Was für ein harter Tag, du. Ja, wir schlafen jetzt auch. Das war's. Spiel zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet Freude an meiner Wohnung und an meinem Tagesablauf. Hm? Was ist jetzt los? Oh! Oh, wir sind nicht mehr zu Hause. Wir sind woanders. Ein Traum. Aha. F drücken, um das Feuerzeug an- und auszumachen. Wenigstens der Müll ist leer. Das ist immer beruhigend. Sauberkeit geht vor, ne? Keine Kotze und keine Kacke auf den Betten und der Müll ist gereinigt. Hä? Hallo? Wo bin ich hier? In einem komischen Traum? Kann ich die... abgeschlossen, ich brauche einen Schlüssel. Kann ich hier irgendwie Licht anmachen? Das soll jetzt, glaube ich, so eine Art Asylum sein hier, hä? Dass ich immer quasi schuld bin, dass die Türen nicht aufgehen. War ich hier schon drin? Komisch. Hier sind überhaupt gar keine... Doch, da ist so eine Röhre. Die liegt da. Ist scheiße, wenn du da gelegen hast. Sag nicht, wir können uns im Schrank verstecken. Aha. Ah, ein Schlüssel. Mein Gott.
Eine Lampe, die wir nicht anmachen können. Okay, okay. Ist da was drin? Ist nichts drin. Okay, ich schätze mal, der Schlüssel ist für die... Für das Ding hier. Ah ja. Boah. Das Flackern, ey. Ist der wahre Horror. Hier haben wir kein Licht. Hier auch nicht. Ich gehe mal weiter. Ah ja. Herr Doktor. Kommen Sie bitte ins Zimmer. Ah ja. Sieht ja ganz nett aus hier. So langsam wird ein Horrorgame draus, ne? Someone should get that fixed. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier soll, ehrlich gesagt. Kommt mir so verloren vor. Da hat einer hingepisst. Ist ja ekelhaft. Hallo? Okay, ich soll den langen Gang lang. Ja, ich verstehe ja schon. Ich kann hier keine Scheißtür rein. Pass auf, wenn wir am Ende des Ganges sind, dann knallt die Tür zu und hinter uns steht einer. Und dann ist das Spiel zu Ende. Ich hoffe, es ist nicht so eins von den Spielen. Ja, okay, war dann doch nicht. Aha, it's locked. Hallo? Warum hast du das Licht ausgemacht? Ich wollte gerade hier raus. Ich gehe mal hin. Was soll schon passieren? Oh. Es steht an unserem Bett. Ist bestimmt nur ein Handtuch. Sagt er was? Darf ich aufstehen? Es war alles nur ein Traum, Schau. Es war alles nur ein Traum. Beruhig dich. Es kann nichts passieren. Ach. So ein Gewitter ist ja eigentlich schon recht beruhigend, oder? Ich mag das. So, jetzt komm. Licht an. Oder Spiel zu Ende. Erlöse mich. In irgendeiner Form. Oh nein. Die Alarmanlage ist angegangen. Achso, wir sollten runter. Vielleicht auch mal Licht anmachen. Nein, ich wollte das Licht anmachen. Genau. Ich stehe immer noch den Türen im Weg. Es darf doch nicht wahr sein hier. Okay, Licht an. Licht geht nicht. Das da. Kann ich die nicht anmachen? Ja, das geht. Ich komme. Das noch an. Ging auch nicht an. Hä? Ist so dunkel hier? Ist die Vase noch da? Das ist das Wichtigste. Oh, sie ist noch da. Okay. Der Alarm muss ein Fehlalarm gewesen sein. Wir gehen besser zurück schlafen. Okay. Wir gehen besser schlafen. Jetzt gut, dass er nicht hier steht. Da waren Schritte an der Treppe. Hallo? Ich lasse besser das Licht an heute Nacht. Was war das für ein Geräusch? Es hört sich so an, als ob es aus dem ersten Raum im Gang kam. Hinter diesen hier? Oder unten im Gang? Er hat genau den Raum erkannt, nur am Geräusch. Also ich glaube, es war, oder der Raum?
Das war der Raum. Haben wir Licht hier? Das Fenster ist auf. Da ist es so gut. Shift Run, was war das? Ich habe etwas ungehört. Ich hole besser die Knarre aus meinem Safe. Okay. Die Knarre. Ah, es lockt. Der Schlüssel muss irgendwo unten sein. Das ist sehr, sehr praktisch. Was? Ah. Ja, komm. Warum nicht? Wenn der Schlüssel irgendwo unten ist. Wo soll ich denn den Schlüssel jetzt finden? Wenn der Schlüssel irgendwo unten ist. Dann muss ich ja runter, um den Schlüssel zu holen. So, kommen wir nun zum nächsten Spiel. Das heißt Don't Trust. Und es sah ganz interessant aus. Wir sagen mal, start bevor unser Akku ausläuft hier. Wie starten wir das denn? Ach, Leertaste. Okay, make with Unity. Don't trust the game. Vertraue dem Spiel nicht. Oh, willkommen. Nachdem du deine Aufgaben gemacht hast, erinnere dich dran, dass du wieder auf deine Startposition gehst, um die nächste Aufgabe zu kriegen. Viel Glück. Aufgabe: Iss ein Keks. Der ist in der Küche. Oh, ist ein Keks, der ist in der Küche. Alles klar. Also ich weiß nicht, worum es in dem Spiel geht. Wir haben hier so eine leichte Comic-Grafik mit Iron Man. Ja. Und scheinbar bekommen wir durch dieses Ding hier Anweisungen, die wir tun sollen. Und um das Spiel nicht zu verärgern, würde ich sagen, machen wir das mal. Gehen wir in die Küche und essen einen Keks. Hier scheint die Küche zu sein. Ist das ein Keks? Ah ja, das ist ein Keks. Gut. Dann müssen wir jetzt wieder zur Startposition, also zurück in unser Zimmer. Herzlichen Glückwunsch. Du hast 100 Erfahrungspunkte. Spiel Spielsachen in die Spielzeugkiste. Pack Spielsachen in die Spielzeugkiste. Okay. Ich schätze mal, das ist die Toybox. Ah, verstehe. Aha. Oh. So, machen wir was? Nein, bleib hier, Flugzeug. Ist Physik hier. So, aha. Ich hoffe, das ist die Spielzeugkiste. Gut. Was haben wir noch für Spielsachen? Hier ist noch ein Spielzeug. So, aha. Okay. Ohne deine Aufgabe fertig zu machen, wirst du nicht hochleveln. Neue Aufgabe? Mach den Fernseher an. Was für Spielzeug hätte ich da noch reintun müssen? Okay, ich mach den Fernseher an. Hier ist keiner. Ja, draußen gucken. Ist irgendwie creepy, wenn du Anweisungen kriegst. Und ich weiß warum. Ach, hier ist noch Spiel. Hier sind noch Spielsachen. Ach, und da ist die Toybox. Ah, okay, das hätten wir tun müssen. Okay, okay. Du bist sehr obedient. Jeder Spieler braucht eine gute Waffe. Pack ein Küchenmesser in die Spielzeugkiste. Okay, wir sind scheinbar ein Kind. Ich wollte gerade schon sagen, dass das quasi... Von der Größe sind wir ja irgendwie so ein Kind. So. Okay. Es ist ein guter Ort für dieses Messer. Vergiss es nicht. Es ist so ruhig hier. Musik verbessert perfekt die Erfahrung. Mach das Radio an. Radio, Radio, Radio. Radio, Radio. Da hinten ist eins. Überall Kreuze, über jeder Tür. Sind wir sehr christlich? Reality is often disappointing. Ich
Ich hoffe, das ist freie Musik. Ich rede mal besser drüber. Okay, es gibt kein Zurück mehr. Sagen, dass ein Junge, der eine Spielzeugkiste getragen hat, in der Nähe des Flusses gesehen wurde. Bitte antworte mir. Okay. Können wir antworten? Okay. Was passiert denn, wenn wir was anderes machen? Diesmal machen wir vielleicht gar nichts. Überhaupt nichts. So. Mach das mit dem Fernseher nicht. Achso, wir müssen erst in die Küche gehen. Wäre schön, wenn man den Fernseher halt auch wieder ausmachen könnte. So, den Keks lassen wir. Keks lassen wir Keks sein. Task failed. Alles klar. Toybox aufräumen. Wir packen die aber hier rein. In die Schublade oder was das ist. So. Und zurück. Okay, wir werden nicht aufleveln. Was jetzt? Turn on the TV. Vielleicht, wenn ich jetzt das Radio anmache, wenn wir genau das Gegenteil machen. Können wir nicht. Können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. Okay. Ignoranz ist immer unverzeihlich. Jeder Spieler braucht eine gute Waffe. So, wir gehen zur Waffe. Wir fassen sie aber nicht an. Wir machen da nichts mit und gehen. Okay, erbärmlich. Hätte ich nicht von dir erwartet. Jetzt Musik anmachen. So, wir machen es aber nicht. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Aber irgendwie hat er nicht getriggert, dass wir jetzt so wieder zurückgegangen sind. Von daher, Oh, von Mama. Es ist spät. Du gehst ins Bett, bevor ich zurückkomme. Okay. Gehen wir mal ins Bett. Sweet Dreams. Schöne Träume. Von Mama. Ich hoffe, du hattest Spaß, als ich weg war. Ich liebe dich, Mom. Okay. Dann ist das wohl das andere Ende. Alles klar. Ja, das war Don't Trust the Game. Okay, das nächste Spiel heißt The Silent House und ich höre auch gerade nichts, ist also sehr still, aber ich glaube, das heißt, es speichert. Okay, Silent House, Version 1.01. CRT on, Ambient Color Default, Resolution Launch. Oh, okay, das ist so Retro-Style Rock. Wir haben einen Felsen. Und da ist gerade ein Stück Mensch abgefallen. Okay, alles klar, alles klar. Können wir mit dem Felsen was aufbrechen? Das ist ein Rock. Use. Warte mal, vielleicht müssen wir genau hier dran. So, Rock. Use. Ah ja, damit kriegen wir das auf. Alles klar. Verstehe. Wir sind ausgebrochen. Können wir die Lampe nehmen? Lantern. Können wir nicht nehmen. Oh Gott. Messer. Blutiges Messer. Ach so. Alles da. Laterne können wir damit nehmen. Okay. Und dann wahrscheinlich. Okay. Kann mir helfen, im Dunkeln zu sehen. Use. Ah ja. Blutiges Messer können wir aber nicht nehmen. Schade. Hier irgendwas mit dem Fass. Kiste auf. Also Puppet-Combo-Style hier, ne? Okay, Schublade, Schublade. Irgendwas hier drin. Da haben wir was. Eine Nachricht. Sicherheitshandbuch. Drücke 8783 und A, um den Safe zu öffnen. Für den Fall, dass du das Passwort vergessen hast. Bitte verstecken Sie die Seite irgendwo sicher. Okay. Oh, ich muss aufschreiben. Ist bestimmt wichtig. 8783. 8783 A. Okay. Alles klar. Wo war denn der Safe? Oh. Oh je. Das ist kein Safe hier. Das ist eine Kiste.
Wackelt die Kiste? Ach nee, das hat mit dem Rennern zu tun. Alles klar. Ich dachte, da wäre einer drin, der die ganze Zeit wackelt. Gehen wir mal raus. Holztür. Ich habe keine Ahnung, ob hier noch jemand ist. Oder ob wir allein sind. Ich habe keine Ahnung, wo der safe ist. Und was wir hier so machen können. Okay. Da war was. Oder was? Da ist ein Teddy. Können wir uns ducken? Da ist eine Zange. Die können wir aber auch nicht nehmen. Teddy können wir nicht nehmen. Hier können wir überhaupt nichts machen. Aschenbecher leeren können wir auch nicht. Buch lesen. Oh doch, Book. Ah, okay. Wir haben einen Geheimraum gefunden. Kiste. Was ist da drin? Ein Telefon. Können wir das benutzen? Sieht so aus wie ein modifiziertes Telefon. Es überträgt nur Kamera. Oh. Er sieht uns. Er ist auf der Suche. Ich verstehe. Ich verstehe. Sehen wir den Mörder? Ist der hier irgendwo? Was steht da? Authorized personal only. Ich mach mal zu. Ah, alles klar. Wir können uns hier verstecken. Ah. Können wir es auch hiden? Der rennt irgendwie immer rum, wo so grünes Zeug ist. Was auch immer das ist. Okay, gehen wir erstmal raus. Use. Ich suche immer noch einen Safe. Kriegen wir das irgendwie auf? Kommen wir da raus? Wahrscheinlich brauchen wir ein Werkzeug, hä? Okay, mal gucken, was wir sonst noch so machen können. Der rennt wahrscheinlich unten drin rum. Ah, das ist so eine Art Granny-Spiel. Das hier. Da ist er! Okay. Ich habe keine Ahnung, zu welchem Safe wir müssen. Ist er jetzt weg? Hallo, Mr. Killer? Können das mal benutzen? Der rennt auf jeden Fall noch unten rum. Ich glaube, das sind irgendwie so Industrieabfälle da, soll das sein oder so. Keine Ahnung. Er steht vor uns, aber er kann nichts tun, weil wir in der Ecke sind. Wow. Was für ein Spiel. Weg. Ja, also ich sag mal, ne, die KI ist wirklich gut dran. Screwdriver. Ah, verstehe. Locker, da können wir uns verstecken. Au. Oh, den brauchen wir vor oben. Komm, Freddy. Hier ist keiner. Ich renne einfach mal durch. Aua. Lass mich doch mal vorbei hier. Ich muss nach oben. Aua. Ich bin verletzt. Puh. Wahrscheinlich müssen wir jetzt mit dem Screwdriver hier vorne die Klappe aufmachen. Schätze ich mal. Geht das? Use? Ah ja. Was ist das? Ein Laser? Au. Hat wohl nicht geklappt. Okay. Alles klar.
Also, Stein nehmen. Usen. Lampe. Ich will mal gucken, ob die Note die gleiche ist. 8783. Ja, ist die gleiche. Okay. Dann brauchen wir von unten den Schraubenzieher. Ich denn hier noch was? Ein Socke? Können wir einen gebrauchten Socke? Wir können ihn damit bewerfen. Dann erstinkt er quasi. Achso, hier war das Buch, ne? Genau. Hier war das Phone. Damit können wir ihn sehen. Zange können wir nicht nehmen. Teddy können wir nicht nehmen. Sonst können wir nichts hier nehmen. Gar nichts. Okay. Hier war dieser eine Raum. Ich schätze mal, das ist so eine Art Laser. Wir müssen da irgendwas durchmachen oder ausmachen, dass da weggeht. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass da unten. Keine Ahnung, ob er jetzt. Der rennt hier immer nur hin und her. Ah, hier ist auch noch ein Raum. Guck mal. Ah, das ist der Safe. 8783A. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel für was? Wahrscheinlich für eine Tür, hä? Huh? Ein Schlüssel für eine Tür. Oder ein Sicherungskasten. Hier ist eine Küche. Er mag zumindest Kaffee. Der Killer mag Kaffee. Nicht nur Leute zerstückeln, auch Kaffee dabei trinken. Hier ist aber nichts in dieser Küche, was wir nehmen können, wie es scheint. Auch kein Tor zum Aufschließen. Wooden Door. Mal gucken, ob da der Schlüssel passt. Nein, leider nicht. Oh. Fahrstuhl. Hier ist mal dunkel, du. Generator. Haben wir den jetzt angemacht? Computer. Okay. Kommt Version 9.1. Type help for list of commands. Help. Okay, backslash. Help. Invalid command. Wie kriege ich denn hier das Backslash hin? Auf dieser Tastatur. Ist anscheinend eine englische Tastatur. Ah, hier. Okay. Help. Sudo get password. Sudo com shutdown. Okay. Sudo get password. 1002. Sudo comp shutdown. Okay, den können wir nicht mehr benutzen. Computer runtergefahren. Ob das jetzt so gut war? Ah, vielleicht hing da der Generator dran. Jetzt können wir. Help. Komm, Shutdown. Okay. Wir haben ein Passwort für irgendwas. 1002. Wir haben nur diese beiden hier, ne? Help. So, du get Passwort, so komm shutdown. Okay. Okay.
Ich schätze mal, es war nur wichtig für das Passwort. Hoffe ich zumindest. Oh. Tschüss. Der steht jetzt oben. Okay, locker, locker, locker. Das sind alles Lockers. Hier ist eine Leiter, hier ist ein Sessel. Es ist so dunkel hier. Hier ist der Computer. Der Generator. Aber mehr als das können wir hier nicht machen. Keine Ahnung, wofür das gut ist. Ich gucke mal, ob ich an den Schraubenzieher komme. Und ich frage mich, warum wir diese Tür nicht aufschließen können hier. Schnell, hol den Schraubenzieher und dann hoch. Na, nimm ihn schon. Weil nach oben kommt er nicht. Okay. So, dann müsste eigentlich... Na, das ist immer noch aus, ne? Jus. Da ist immer noch dieses Elektro-Ding vor. Ich hätte es vielleicht gesagt. Wir müssen irgendwie den Schrauben, den hier noch irgendwo eine Tür. Wir müssen den Generator irgendwie ausstellen. Mit irgendwas. Wofür ist der Schlüssel? Für das Tor. Der Schlüssel ist für das Tor. Vielleicht können wir mit dem Schraubenzieher irgendwie den Generator kaputt machen oder so. Jetzt wäre die Idee. Das bringt überhaupt nichts. I wonder what the key can do. Okay. Da können wir leider gar nichts machen. Okay. Wir haben ein Passwort für den Computer. Ah, vielleicht für die Tür. Verstehe. Wir dürfen uns nur nicht so lange da aushalten. Wir haben einen Schlüssel für die Tür. Okay, ich schätze, wir brauchen irgendwas, um dieses giftige Fass wegzukriegen. Aber ich habe jetzt keine Lust, alles nochmal zu machen. Und das ist ja auch 3 Horror-Games hier. Deswegen würde ich sagen, ladet euch das Spiel runter. Alle Links zu den Spielen sind in der Videobeschreibung. Und versucht selber mal zu spielen. Denn das scheint jetzt ein bisschen längeres Video zu sein. Oder Spiel zu sein. Das würde jetzt das Video sprengen. So lange will ich das eigentlich nicht machen. Falls euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. 3 Horror-Games wieder, wenn ihr mögt. Haut rein, Leute. Ciao.